Ja, hallo Leute, hier wieder euer Dozo mit Let's Play Skyrim die Unendliche. Und ja, wir haben da jetzt kurz einmal, und da kann ich jetzt gar nicht nachschauen, einen nächsten Quest, der uns da in Weißlauf als zweites über den Weg gelaufen ist, nämlich ja, die Alkier suchen ja eine Rotwardone und ja, wir sitzen hier schön gemütlich beim Feuer und wollten kurz was trinken. Und ich denke mir mal, das wird sie auch sein. Drum werden wir sie gleich einmal fragen. Wusstet ihr, dass ein paar Alkirglieder nach einer Rotwardone suchen? Seid ihr sicher? Oh nein, sie haben mich gefunden? Ich brauche eure Hilfe. Bitte kommt mit mir. Ich muss euch unter vier Augen sprechen. Schnell, kommt mit mir. Na gut, dann kommen wir kurz mit. Wo gehst denn du hin? Doch still war der Bote kein Wort mehr sagt, als Schildmeid Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met, nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher. Seiner Taten erbrüstet sich nimmermehr. Cool. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhaftes Schicksal. Das Kaiservolk. Okay. Ein auf die Jugend, auf unsere Zeit. Ja, den hören wir uns dann bald auch mal an, ja? Ich war mir nicht sicher, ob wir nicht jetzt hier kurz einmal eine Pause machen sollten mit... Aber... Also arbeitet ihr mit ihnen zusammen? Ihr glaubt, ihr könnt mich mitnehmen? Wenn ihr mich auch nur berührt, wird euch das ein paar Finger kosten. Das meine ich ernst. Ich schneide euch in Stücke. Dann wissen die Alikir also, wo ich bin? Alikir. Was haben sie euch angeboten? Gold? Wie viele von ihnen kommen noch? Sagt es mir. Nun gut, Sadia... Beruhigt euch, ich werde euch nichts tun. Sie haben mich gebeten, euch zu suchen. Nehmt das runter, bevor ihr euch noch weh tut. Beruhigt euch. Dann brauche ich eure Hilfe. Und es gibt hier in der Stadt niemanden, dem ich vertrauen kann. Vielleicht, was wollt ihr? Vielleicht, wenn es dabei etwas zu verdienen gibt. Ja, wir brauchen kein Geld. Ich bin nicht die, für die Leute von Weißlauf mich halten. Ja? Mein wahrer Name ist Iman. Ich bin eine Adlige aus dem Haus Suda in Hammerfell. Die Männer, die nach mir suchen, die Alikir, sind Assassinen im Dienst des Altmiri-Bundes. Sie möchten mein Blut gegen Gold eintauschen. Ihr müsst sie für mich aufspüren und vertreiben, bevor sie mich finden und nach Hammerfell zurückschleppen, um mich hinrichten zu lassen. Ach so. Wie soll ich sie loswerden? Sie sind Söldner. Sie sind nur auf das Geld aus. Angeführt werden sie von einem Mann namens Kematu. Wenn ihr ihm loswerdet, werden alle anderen auseinanderlaufen. Ich wage es nicht, mein Gesicht zu zeigen und womöglich erkannt zu werden. Also müsst ihr herausfinden, wo sie sind. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wo ich sie finden kann? Ich habe gehört, einer von ihnen wurde gerade verhaftet, als er sich in die Stadt schleichen wollte. Wenn er ins Gefängnis kommt, könnt ihr es vielleicht aus ihm rausholen. Ich weiß, ich bitte euch um etwas Schwieriges, vielleicht sogar Gefährliches. Aber ich weiß einfach nicht, wem ich sonst trauen könnte. Abgeschlossen, ja. Sprich mit den Gefangenen oder berichte den Alikir von, ja. Und weshalb sind die eigentlich hinter euch her? Ich weiß es nicht genau. Ich habe öffentlich den Altmiri-Bund kritisiert. Ich vermute, darum wurden diese Männer angeheuert, um mich zur Strecke zu bringen. Warum habt ihr euch nicht an die Wache gewandt? Hm? Glaubt ihr, ich würde mich verstecken, wenn ich den Stadtwachen zutrauen würde, dass sie damit fertig werden? Diese Männer sind skrupellos, gerissen, hinterlistig. Sie bestechen, wen sie können. Ich kann hier in Weißlauf einfach niemandem vertrauen. Wächter und Jarl können gekauft werden. Und die Alikir sind nahe. Mir wird die Zeit knapp. Also habe ich mich entschlossen, euch zu vertrauen. Ja, gut. Okay. Komm zu mir, sobald die Alikir erledigt sind. Ja, bist aber eine Hübsche. Gefällt mir gut. Gibt es Neuigkeiten von den Alikir?
Ja, was glaubst denn du? Wir können schon zaubern, aber auch nicht so rasch. Gut, wir schauen jetzt kurz einmal. Wir haben da jetzt den Quest endlich mal wieder. Ja, sprich mit den Gefangenen der Alikia oder wir richten den Alikia und Pipapo auf der Karte zeigen, wo es da jetzt hingeht. Und wir müssen da kurz mal raus, ja. Und den Baden, den hören wir uns dann auch einmal an. Der hat echt coole Songs drauf. Schauen wir mal da ins Freie und dann vielleicht ins Gefängnis und dann hören wir uns die ganze Geschichte mal an, was da so abgeht. Und Karte und schauen und das ist da gleich hinten, ne? Schätze mal da, irgendwo. Laufen wir darauf. Das dürfte, glaube ich, passen, ja? Da ist ein Marker, da ist ein Marker. Was ist denn jetzt los? Haben wir zu viele Marker irgendwo? Ah, was ist denn da los? Nö, das wollen wir nicht. Wir sind ja nicht so, gell? Sprich mit den Gefangenen. Wie kommen wir da hin? Ja, hallo. Erstmal, was ist denn da? Wachunterkünfte, die brauchen wir nicht. Jetzt müssen wir das Gefängnis auch noch suchen. Wo ist denn das Zeug? Gut, wir laufen mal zu. Komm da rauf. Da oben ist ein Marker. Dann laufen wir da. Im Laufen können wir gar nicht springen. Also steht auf! Ja, kann's nicht lassen. Da, der Marker. Wir müssen da rauf in die Drachenfeste. Und ja, genau so ist es auch, ja. Ich glaube, wir können da außenrum auch hin. Kann das sein? Marker, Marker, ja. Genau so ist es auch, ja. Kerker, und da gehen wir kurz mal rein. Schauen wir mal nach dem Rechten und ja, kann er nicht so lange dauern, dieser Quest. Wir werden den Alkiir natürlich nicht sagen, wo sie ist. Wir werden noch mal rausfinden, was da so abgeht. Da waren wir auch noch nicht, gell? Sie haben uns noch nicht eingesperrt. Muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Ja, und besonders hier drin, ja. Da gucken wir uns mal um. Sind ja echt geschmeidige, ja. Zellen. Oh, ja, so geschmeidig auch nicht. Drachenfeste, ja, da kommen wir rauf wahrscheinlich. Und... Das ist... Was ist denn das? Ah, nee. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Genau so ist es. Du hast vollkommen recht. Dann, da gibt's... Das ist der Untergrund da unten. Ja, schau, schau. Gut so. Wir reden mal mit dir. Was guckt ihr denn so? Ich muss Kematu finden. Wo steckt... Wo versteckt er sich? Ihr wünscht also euren Tod? Wenn ihr diesen Namen kennt, müsst ihr wissen, dass eine Begegnung mit ihm euer Ende bedeuten würde. Wie es scheint, brauchen wir beide etwas Bestimmtes, mein Freund. Vielleicht sollten wir einander helfen. Was braucht ihr denn? Ich habe meine Brüder durch meine Gefangennahme entehrt. Also haben sie mich hier gelassen. Mein Leben bei den Alikir ist nun vorbei. Aber ich habe nicht vor, in diesem gottverlassenen Land zu sterben. Wenn ich aus dem Gefängnis kommen kann, fange ich ein neues Leben an. Wenn ihr das in die Wege leitet, verrate ich euch, was ihr wissen wollt. Wie hoch ist denn die Strafe? 100 Goldstücke würden für meine Freilassung reichen. Das könnt ihr euch doch leisten, oder? Wenn ihr die Information wirklich wollt, solltet ihr hoffen, dass dem so ist. Sorgt dafür, dass das Geld in den Händen einer dieser Wachen landet, und ich verrate euch, was ihr wissen wollt.
Warum haben sie euch hier zurückgelassen? Weil ich so ungeschickt war, mich festnehmen zu lassen. Kematu sagt immer, wir sollen die Besten der Besten sein. Ich war es nicht. Nun gut. Okay, ein wenig komisch. Was machen wir da jetzt? Reden wir mal? Ich lüge nicht. Ich habe das Heulen der Werwölfe selbst gehört. Die Legenden sind wahr. Du hast vollkommen recht. Ja, ich zahle einmal die Strafe für den... Geht in Ordnung. Und dann sagt ihm auch gleich, dass er sich von der Stadt fernhalten soll. Und natürlich entfernt und... da Wilkers. Ja, was ist denn jetzt? Ja, komm her. Ja, du nicht so witzig. Ja, wir sollten uns darüber unterhalten, wie wir uns gegenseitig behilflich sein könnten. Ja. Ihr kauft mir einen Weg hier raus und ich sage euch, was ihr wissen wollt. Gut, euer Bußgeld wurde bezahlt. Jetzt erzählt mir von Kematu. Nun denn, ihr findet Kematu im Schwindlernest, einer unscheinbaren kleinen Höhle, westlich von Weißlauf. Euch ist doch klar, dass ihr diesen Ort nicht lebend verlassen werdet. Sie werden euch töten. Aber das ist euer Problem, nicht meines. Ja, abgeschlossen. Mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich gefälligst frei. So, jetzt schauen wir mal, ob der überhaupt freigelassen wird. Ja. Tut mir leid, ich höre nicht sehr gut. Habt ihr etwas gesagt? Haha. Ich sagte, mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich jetzt hier raus. Ja, ja. Oh, ich scheine meine Schlüssel verloren zu haben. Könnte eine Weile dauern, sie wiederzufinden. Bleibt einfach hier. Ich werde mich schon darum kümmern. Seid verflucht. Ich glaub's ja nicht. Ja, das kommt ja nicht cool, ja? Ja, ich werde da mal dann kurz probieren, ob das mit dem Taschendiebstahl Klitsch in den Gefängnissen funktioniert. Da gibt es nämlich einen. Aber, ja. Alles in Ordnung? Ja, alles okay, ja. Ich bin ja nur gespannt, ob du den jetzt freilässt. Gar nicht, na, nix. Die wahnsinnig von Reach. Okay, Leute, das war's wieder mal diesmal. Ja, und wir laufen jetzt, bevor wir da jetzt ins in den Außenbereich von Weißlauf marschieren, kurz mal rauf zu dem Baum und schauen, ob sich da was getan hat, nachdem wir eben beim letzten Mal ja dieses Harz vorbeigebracht haben. Natürlich kann das ja nicht so schnell funktionieren, aber eventuell. Und dann besuchen wir mal die Al-Kaira. Gut, wo war denn der Baum noch schnell? Der war da unten. Da laufen wir doch hin. Hallo? Und ja... Alfred, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen sicher. Ja, ja, habe ich schon. Und... da kommt noch gar nichts rüber. Möchte schon wissen, warum ihr das da jetzt gemacht habt. Hier wird nicht rumgetrödelt. Freundlicher werden die hier auch nicht. Nun gut, wir machen hier einen Schnitt, ja? Surfaller sagt Nummer 2, Wilkers, Dosita und ich verabschieden uns jetzt. Und dann gehen wir die Al-Kaira aufmischen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso. Ciao.